Theater-Neu-Ulmmacher Heinz Koch will endlich wieder spielen. Er hat jetzt einen Brief an Bayerns Ministerpräsident Söder geschrieben. Die private Bühne bietet sich darin für ein Pilotprojekt an, das zeigen soll, dass Theater unvergleichbare Orte keinen Infektionsherd darstellen. Aktuell muss das Theater weiterhin geschlossen bleiben, auch wenn die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm sogar unter 50 liegt. Jetzt sind wir aber der Meinung, nach dem, was wir in der letzten Saison eben probiert haben mit unserem Hygienekonzept und so weiter, dass da bei uns im Theater nichts passiert. Und wir haben ein Hygienekonzept, wir haben unsere End- und Belüftungsanlage aufgebessert und wären jetzt froh gewesen, wenn wir das alles hätten auch anwenden können. Wie würde dieses Pilotprojekt denn aussehen? Man kann vorher mit uns in Verbindung aufnehmen, wir könnten unser Publikum vorher auch noch testen lassen, könnten dann spielen und dann nachher wieder testen. Und dann könnten wir sehen, was da bei uns rausgekommen ist. Weil nach einer Studie der Technischen Universität Berlin ist das Theater als Begegnungsstätte die am wenigsten konfliktträchtigste Stelle. Bei uns wird die Inzidenz mit 0,5 angenommen, beim Friseur mit 0,6 und alles andere steigert sich dann nach hinten raus. Wenn das Ministerium jetzt antworten sollte, wie geht's dann weiter? Wenn die dann sagen, ja, sie haben ja grundsätzlich Interesse dran, dann werden wir das sofort machen, weil das haben wir ja in der Schublade. Also ob wir jetzt für 20 spielen, für 40 oder für 60 und wie wir das organisieren, ist immer das Gleiche. Also das ist kein Problem. Wir hoffen jetzt, dass irgendeiner aus der Staatskanzlei antwortet, aber wie wir das kennen, immer werden da irgendwelche Ausflüchte gesucht oder vielleicht sind wir zu klein, um das bei uns auszuprobieren. Ich weiß es nicht. Kunst, Musik und derlei Events im Allgemeinen werden in der Pandemie ohnehin nicht besonders beachtet. Auch jetzt wird zum Beispiel die Kultur nicht ernst genommen. Die ist so unwichtig, nach Meinung vieler Leute. Dabei wäre es so entscheidend, dass die Leute mal wieder ins Theater gehen könnten und mit Dingen konfrontiert werden, mit denen sie auseinandersetzen. Ja. Welche Erwartungen haben Sie denn von der Regierung, was die Maßnahmen im Allgemeinen angeht? Ich würde hoffen, dass man einfach mehr Kreativität und Flexibilität bei der Behandlung der Regeln anwendet und dann wirklich, was immer behauptet wird, man wird es machen, dass man regional regelt. Vielen Dank, Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm. Es gibt übrigens bisher tatsächlich bundesweit keinen bekannten Hotspot, der auf ein Theater, ein Kino oder ein ähnliches Kulturevent zurückzuführen ist. Trotzdem bleibt auch an diesen Stellen weiterhin alles dicht. Ich bin Paolo Percocco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.